Ja, herzlich willkommen beim zweiten Teil bei der Online Football Akademie. Der zweite Teil von mir, meine Gedanken als Trainer. Ich habe jetzt zehn Stück im Laufe der Zeit einmal für mich selber zusammengeschrieben und die würde ich jetzt gern näher erläutern und ja, zum Mitschauen. Eins ist auch wieder so ein Zitat. Ich habe zuerst schon gesagt, im ersten Teil, ich arbeite ein bisschen mit Zitate oder mit Statements von Trainern, die ich früher gehabt habe. Eins davon ist, es zählt allein, was du tust und nicht, was du anderen zu tun empfiehlst. Also ich glaube, dass das ein Satz ist als Trainer, der wirklich Aussagekraft hat. Mein erster Gedanke als Trainer ist immer, der Erfolg kommt immer von innen. Wer sich auf seinen Job konzentriert und motiviert ist, den empfange ich mit offenen Augen. Mit offenen Armen, nicht Augen. Also wir möchten immer gewinnen. Wenn möglich, wenn wir immer alles richtig machen. Aber trotzdem sagen wir uns, Fehler sind immer erlaubt. Eine Fehlerkultur zu haben ist ganz normal und das gehört dazu. Aber jeder muss auch Verantwortung für sein eigenes Handeln übernehmen und sich auch dem gemeinsamen Ziel unterordnen. Der Jan Kurtl hat nämlich gesagt, wenn ich einen Steig Äpfel habe und da ist auch ein Apfel faul, dann werde ich nicht 24 Äpfel tauschen, sondern ich nehme den faulen Apfel raus, ersetze ihn durch einen jungen Neigen und es ist wieder alles optisch in Ordnung. Und genauso muss man das sehen. Darum sage ich auch ganz klar, als Trainer ungemütlich wird es immer für den, der nicht die richtige Einstellung hat oder auch mitbringt. Weil mit solchen Spielern über einen längeren Zeitraum zusammenarbeiten, das ist eine verschwendete Zeit. Der zweite Gedanke dazu ist, wie gut du bist, zeigst du immer noch einen schlechten Tag. Ich glaube, das ist etwas, ja, das habe ich einmal ein bisschen von Jürgen Klopp einmal in einem Bericht über ihn, wo ich mir da ein paar Sachen rausgeschrieben und so ist der Gedanke zu dem gekommen. Er hat gesagt, gute Tage hat jeder, aber an einem schlechten Tag musst du trotzdem dein Können abrufen. Dafür lebst du als Sportler. Da musst du dich zur Wehr setzen. Leidenschaft, Gier, Wille, Bereitschaft, alles zu geben, darf niemals fehlen. Gegen einen objektiv besseren Gegner mit mehr Einsatz und mehr Leidenschaft zu bestehen, ist, glaube ich, eine wichtige Erfahrung für den Kopf. Denn in diesem Moment versteht dann, glaube ich, jeder, es geht ja immer ein bisschen mehr. Auch wenn du heute mal nicht so im Flow bist und trotzdem als eine hast und schon von Papierform her oft einmal einer sagt, ja, der Gegner hat ja viel besseren Fußballer und dieses und das und das. Ich glaube, wenn du alles eine hast, dann gibt es auch Überraschungen, so wie es immer wieder gibt, in einem Cup, im Europacup oder sonstiges, dass der Kleine, wenn er alles eine hat, alles abruft, wenn er die Leidenschaft und die Gier hat, einen Großen, der glaubt, der ist ein bisschen überheblich, einen Haxel stellen kann. Mein dritter Gedanke ist immer, dass du auch von deiner Mission überzeugt bist. Und zwar ist auch oft eine Niederlage ist immer für mich auch ein Preis des Fortschrittes. Wir werden es schaffen, um besser zu werden. Um besser zu werden, glaube ich, wirst du zunächst einmal schlechter, weil du neue Gräben aufbrickst zum Beispiel oder eine neue Idee hast, neue Spielweise und so weiter. Und ich glaube, solche Sachen, alles was einmal neu ist, ist immer irgendwo einmal ein bisschen ein Rückschritt. Und das für mich eigentlich ganz logisch ist. Und durch Sicherheit, dass auch Dynamik verloren geht. Und darum, glaube ich, braucht es A, Zeit und B, auch Behaglichkeit, um all das wieder aufzubauen. Natürlich auch zu erneuern und natürlich auch dann zu verbessern. Und da habe ich in Klammer in Team eingeschrieben, den Tennisspieler, den Dominik, weil ich glaube, der Günter Presnik hat einmal das junge Bub damals genommen, wo er noch beidhändig Rückhand gespielt hat und hat dann damals gesagt zu ihm, Dominik, wenn du an die Weltspitze kommen willst, dann musst du die Rückhand einhändig spielen. Und das ist natürlich für einen Buben, der so ein Riesentalent hat, in die Nachwuchsturniere alles zu schießt, natürlich einmal so eine Frage, wo er sagt, was, warum und wieso. Und hat aber seinem Trainer vertraut, hat dann die nächsten Spiele und Turniere nicht gewonnen, weil er natürlich Probleme gehabt hat mit der Rückhand. Aber ich glaube, die Beharrlichkeit seines Trainers und auch das von Dominik hat ihm da hingebracht, wo er heute ist. Ich glaube, er ist ein Top 5 Spieler die letzten Jahre und hat noch alles vor ihm. Und ich glaube, das ist so das Beispiel, dass wenn man was verändert, es wird nicht immer besser. Aber auf lange Sicht, glaube ich, ist der Erfolg da. Und darum ist es für mich so, es ist nicht relevant, ob die Art und Weise, wie ich Trainer bin, die beste ist oder sonstiges, sondern es ist einfach meine Art, wie ich bin oder wie ich Art
ich Fußball spielen will. Der vierte Gedanke ist, dass du jeden Spieler einzeln wahrnehmen sollst. Weil jeder Spieler hat seine eigene Persönlichkeit und jeder ist natürlich auch in seiner Persönlichkeit anders handzuhaben. Und das Mittel sind immer viele Gespräche natürlich, wo ich von meinen Spielern, speziell von den Eichhörnchen, auch immer alles erfahren will. Ihre Hoffnungen, ihre Ängste, natürlich auch ihre Ziele. Aber ich will ja immer sehr viel wissen, alles was außerhalb vom Fußball ist. Und ich mache das auch immer mit Fragebogen. Wenn ich wohin komme, dann gibt es einen Fragebogen, da sind so um die 20 Fragen drauf. Weil für mich zählt ja immer der Mensch dahinter. Und umso mehr ich von den Menschen weiß, umso besser kann ich mir in gewissen Situationen vielleicht in eher eine versetzen. Warum ist das jetzt gerade oder das oder warum ist das so, warum reagiert er so? Und umso mehr Informationen ich über jemanden habe, umso besser kann ich ihn auch beurteilen und ja, anders wahrnehmen wie einen anderen zum Beispiel. Und ich glaube, dass dieses Wissen mir sehr erfolgreich ist in der Kabinenpsychologie, weil es ist ja so, es gibt Spieler, die wenn einmal ein bisschen Umarmung haben oder ja, was dazugehört, oder es gibt auch Spieler, die brauchen hin und wieder einmal ein bisschen einen Tritt in den Hintern oder müssen einmal ignoriert werden oder wie auch immer. Aber umso mehr ich weiß, umso besser, glaube ich, kann ich da kommunizieren mit ihnen. Fünfter Gedanke, habe ich im ersten Teil schon mal angesprochen, ist immer, dass du das vorlebst, was du verlangst. Und Dinge, die in meinem Team nicht verhandelbar sind, waren die Schlagwörter wie der Respekt, Einstellung, auch die Arbeitsauffassung und auch der Siegeswille. Und ich muss sagen, das erwarte ich von jedem Spieler und auch ich muss auch sicherstellen, dass die Werte auch in jedem Training hochgehalten werden. Und ich werde niemals jemanden hindern, dass er sein Bestes gibt. Und irgendwo verlange ich das auch von mir, dass ich immer bestmöglich vorbereitet bin für jedes Training und nicht irgendwie, wenn ich was mache, dann zu 100% mache. Sechster Gedanke ist dann die Gemeinsamkeit, das Team. Weil ich glaube, nur als Team und als geschlossene Einheit kommt es zum Erfolg. Der Erfolg eines Einzelnen wird über die Mannschaft Erfolg erreicht. Einer alleine wird nie Meisterschaftsgewinner. Der Erfolg von einem Team wertet sowieso jeden auf. Und nur zusammen, glaube ich, kann man speziell im Fußball oder in anderen Mannschaftssportarten wirklich Großes erreichen. Und ich muss sagen, ich habe es beim FC Tirol erlebt. Auch wieder unter Kurt Jahre erst damals gekommen. Wir waren, glaube ich, auf Platz 8. Er ist im Winter gekommen, hat den Fantischek Zipro abgelöst. Hat mich in Radoslav Gilewitz einen eigenen Spieler dazugeholt. Hat ein bisschen beim Kader aussortiert, hat ein paar, ja, 5-6 Erweckert dann, hat weniger Legionäre geholt, hat mehr auf uns Österreicher vertraut, hat eigentlich einen kleinen Kader genommen mit, ich glaube, 17 Profispieler plus 3 Torleute, also wir waren nur 20 Leute. Das heißt, du hast niemanden auf die Tribüne schicken müssen oder zu jemandem sagen müssen, auf die, ja genau, oder sagen müssen, wenn du wohin gefahren bist, du bist nicht dabei, du bist nicht im Kader und der Bus ist weggefahren und ein paar haben von hinten gekommen, das hat es nicht gegeben. Er hat geschaut, dass das eine kleine Einheit ist, wo alle immer dabei sind. Und die zusammenhalten. Und wir waren damals schon noch im Winter die beste Mannschaft. Und eine kleine Anekdote, wir haben damals das letzte Spiel gehabt, auswärts Sturm Graz, wo sie Meister geworden sind, 1999. Haben wir zweimal verloren, zweimal Vastic, der ist der Torschützenkönig geworden. Und nach dem Spiel sind natürlich die Zäune niedergerissen, alle Fans drüber gesprungen. Und riesen Halligalli, riesen hier mit Emmy, Weltklasse zum Anschauen, alles. Wenn du verloren hast, wirklich beeindruckend, so eine Freude und so. Und dann sind wir alle in die Kabine gegangen. Dann hat der Kurt gesagt, gehen wir alle außer Jungs mitkommen, da herstellen im Mittelgang zuschauen. Schaut euch das einmal alle an. Haben wir sie rausgestellt, haben uns das angeschaut. Und nach 5 Minuten hat er gesagt, alle reingehen in die Kabine. Wir sind in die Kabine reingegangen. Er hat hinter uns die Tür zugehört. Und uns einmal zur Saison gratuliert, dass wir die beste Mannschaft waren mit den meisten Punkten. Und hat gesagt, Jungs, ich verspreche euch eins. Wenn wir genauso zusammenbleiben, genauso weitermachen, einer für den anderen, eine Einheit sind, dann ist das, was da heute in Graz passiert ist, passiert nächstes Jahr im Tivoli. Und wir werden 2000 Master. Wir werden Jubiläumsmaster, weil wir denselben Spirit haben wie jetzt die letzten 6 Monate.
Und ja, ich muss dann sagen, wir sind dann 3 Jahre hintereinander Master geworden und er hat, glaube ich, damals zum richtigen Zeitpunkt die richtigen Worte getroffen. Das war so eine Spezialität von ihm. Weil wir sind damals mit dem Bus heimgefahren und wir sind im Bus gesessen und natürlich gefeiert und wir haben eigentlich nur davon geredet, dass er recht hat und wie geil war das am Tivoli nächstes Jahr, den Master, den er in der Hand zu haben hat. Wir haben es drauf, das haben wir jetzt bewiesen und wenn wir das durchziehen, dann passiert das bei uns und ja, es ist passiert. Und ich glaube, dass der Satz oder die Idee, die er da damals gehabt hat, sehr, sehr ausschlaggebend war. Siebter Gedanke, also die Traineransicht. Ich habe das zuerst schon einmal gesagt, dass speziell im Nachwuchs sich immer eher als der Unterstützer und Helfer und so definiere ich das auch. Des Weiteren möchte ich versuchen, jeden Spieler besser zu machen. Das ist so ein Satz, den viele sagen, aber ich glaube, im Nachwuchs kannst du das wirklich machen. Ich meine, ich glaube nicht, dass ich einen fertigen, großartigen Fußballer besser machen kann, aber speziell im Nachwuchs, glaube ich, ist das wirklich sehr, sehr, wenn man harte Arbeit hat, dass man Spieler besser macht. Und das ist auch die Herausforderung für mich, dass ich meine Jungs besser mache, dass ich sie unterstütze auf allen Ebenen. Da geht es nicht immer nur ums Kicken, sondern auch alles, was dazugehört. Und darum ist, glaube ich, die soziale Kompetenz der größte und wichtigste Baustein als Trainer. Und ohne den geht es gar nicht mehr. Also jeder kann sagen, was er will. Ohne Vertrauen und der sozialen Kompetenz bist du verkauft. Darum sind wir bei dem Punkt 8 bei mir, bei der Zwischenmenschlichkeit Vertrauen. Vertrauen zu jedem Einzelnen und natürlich auch zum gesamten Team ist ein ganz wichtiger Erfolgsfaktor. Ich versuche immer ein bisschen eine Beziehung zu meinen Spielern aufzubauen, weil ich glaube, nur wenn sie mir vertrauen, dann werden sie auch Veränderungen und Neuerungen ja, versuchen, das alles bestmöglich umzusetzen, weil sie Vertrauen in das haben, was ich ihnen vielleicht mitgebe. Und darum Vertrauen als Trainer von einem Spieler zu missbrauchen, das schadet immer beiden Seiten. Und darum würde ich einen Spieler nie anlügen, sondern ich sage ihm die Wahrheit, auch wenn es hin und wieder mal für den ja, hart ist. Aber ich würde ihm nicht anlügen und ich würde ihn nie täuschen oder irgendwie Hoffnungen machen. Ich muss sagen, ich habe das auch in meiner Spielerlaufbahn erlebt, dass ich Trainer gehabt habe, die das gesagt haben und dann aber genau das gemacht haben. Und eigentlich habe ich es dann mit solchen Trainern immer schwierig gehabt, weil ich mir gedacht habe, wenn mir einer anlügt und ins Gesicht liegt, dann ist so eine Vertrauensbasis. Das ist dann ganz schwierig, dass man das wieder kittet. Und ich habe dann wirklich auch da Probleme mit Trainern gehabt, die eher auf der Schiene waren. Darum versuche ich das zu 100%, wenn es geht, natürlich zu vermeiden. Nächster Gedanke ist auch Freude. Das, was ich in meinem ersten Teil gehabt habe. Freude ist ganz wichtig. Und für mich ist es ein Privileg, dass ich am Platz stehen darf, dass ich jemanden, ja, erzählen darf, wie ich erlebt habe früher, wie es bei uns war. Das ist für mich ein Privileg, das mir unglaublich taugt und ich mache das auch unglaublich gern, dass ich die Erfahrung, die ich habe, weil das ist ja doch Erfahrung, was in keinem Buch steht oder was man sagt, meine Erfahrung von meinem Leben, meine Geschichte, dass ich es weitergebe. Weil das gibt es auf keinem Trainerkurs, das gibt es auf keinem Trainerlehrgang, das gibt es nirgends. Das, was ich da jetzt sage, ist so ein bisschen meine Geschichte und die versuche ich weitergeben, bestmöglich. Weil ich doch 20 Jahre als Profi hast du doch Ressourcen, wo du immer wieder zurückgreifen kannst. Und ja, ich finde, dass es für mich das Privileg ist und dass ich das wirklich extrem gerne mache, wenn man jemand zuhört. Letzter Gedanke ist immer der Erfolg und die Entwicklung. Mein letzter Gedanke ja, ist. Genau, letzter und 10. Gedanke ist Erfolg und die Entwicklung. Ja, ich kann wirklich aus eigener Erfahrung sagen, dass man das einmal ganz klar differenzieren muss, ob Profifußball, Amateurfußball oder Nachwuchsfußball. Im bezahlten Fußballgeschäft ja, bist du eigentlich nur mehr, in Wahrheit bist du Woche für Woche ergebnisorientiert abhängig. Ich glaube, man hat bis das Beispiel einmal einen Stöger-Peter gesehen, der in Köln fast 4 Jahre großartige Leistung gebracht hat, ist dann schlecht eingestartet in die Saison und dann wird alles in Frage gestellt, was für mich absolut lächerlich ist. Aber er hat jetzt letztens in einer Zeitschrift ein Interview gegeben, wo er gesagt hat, er kann sich vorstellen in ein paar Jahren, dass es eigentlich nur mehr so ja, Kurzzeittrainer gibt, über ein paar Wochen, über 10 Wochen zum Beispiel, dass man Saisonen in der Saison mit dem Trainer reingeht, dann mitten in der Saison wechselt man, weil man merkt, okay,
Es fruchtet nicht mehr so. Er sagt, vielleicht ist das die Zukunft, dass man sowieso in einer Saison vier verschiedene Trainer hat. Es ist ganz schwierig im Profifußball, weil du wirklich nur mehr das Ergebnis zählt und nicht an der Nachhaltigkeit und so weiter. Es ist so schnelllebig geworden und das ist genau das Gegenteil vom Nachwuchsfußball. Im Nachwuchsfußball brauchst du Zeit. Da geht es um Entwicklung, um Verbesserung, um Kontinuität und vor allem um die Nachhaltigkeit. Und die braucht halt Zeit. Und auch im Nachwuchs kriegst du immer weniger Zeit, weil im Nachwuchs, in Akademien und so weiter und so fort, das macht einen Unterschied, ob ich vielleicht 6. oder 5. oder 8. oder 9. bin. Und ich glaube, bei einer Entwicklung für einen Spieler, den ich weiterbringen will, ist am Ende des Tages für mich, speziell im Nachwuchs, auch der Böhmplatz nicht ausschlaggebend. Ob jetzt der Spieler XY im Nachwuchs 5. und 6. war oder alles gewonnen hat, ich glaube, das interessiert keinen und das zählt auch nicht. Und natürlich auch für die Trainer ist es schwierig. Drum, bei mir geht es auch darum, um die Entwicklung der Talente und auch um mein Bemühen, dass ich jedem Kind oder jeden Sportler, wie auch immer, auch schaue, dass ich die bestmögliche Ausbildung biete. Ja, in Wahrheit bin ich dann mehr oder weniger am Ende von dem, was ich da heute bringen wollte. Was ich vielleicht noch sagen will, ist, dass ich hoffe, dass jetzt da bei den zwei Modulen, die ich da mehr oder weniger vorgestellt habe, wie ich denke, wie ich fühle, wie ich Fußball sehe, mit meiner Leidenschaft, mit meiner Liebe zu denen, was mein Leben ist, dass vielleicht für den einen oder anderen irgendwas dabei war, was er brauchen kann oder auch nicht und vielleicht nur das anregt, dass vielleicht der eine oder andere sich selbst reflektiert, wie sich ich Fußball, wie mache ich es und ja, ich möchte jeden Trainer für die kommende neue Saison jetzt in der Sommervorbereitung alles Gute wünschen, dass verletzungsfrei mit eurer Kader alle durchkommt, dass eure Ziele, die sie alle sie steckt, erfolgreich natürlich erreichen wird und ich hoffe, dass wir uns wieder einmal sehen bei Online Football Akademie für andere Themen oder sonstiges und ja, möchte mich bedanken beim Christian für die Einladung und für mein Tun und Handeln da in der letzten Knappenstunde. Dankeschön.